alltägliche Arbeit hat sich im Laufe der Zeit ein wenig verändert. Ich hatte natürlich als Associate angefangen und mich dort überwiegend mit technischen Themen auseinandergesetzt. Wie mache ich gutes Vertragsdrafting, entwerfe Verträge, wurde eingebunden in Projekte, habe in kleinen Schritten angefangen, bei Due Diligences mitzuwirken, Gutachten zu schreiben, sehr handwerklich tätig zu sein, um dann im Laufe der Zeit zunehmend stärker in die Rolle eines Partners reinzuwachsen, der sich ja auch um andere Themen kümmern muss. Er kümmert sich um die Mandatsakquise in erster Linie, um das Netzwerken, um die Koordination, um die Überwachung der Qualität der Arbeit. Er muss natürlich bei anspruchsvolleren Projekten auch selbst in das Vertragsdrafting, in die Federführung reingehen. Und das sind so die alltäglichen Arbeiten, mit denen ich mich so beschäftige.